Obwohl, Wengler, Ihre ersten Schritte als Künstlerin, Medienschaffende, wie sahen die aus? Ja, die waren eben in einem Kinofilm, den mein Onkel gedreht hat damals. Ich habe ein Fahrrad als Gage bekommen und ich war 6 Jahre alt, Florian Furtwängler. Und das hieß Abschied mit Chrysanthemen, war ein Krimi. Den durfte ich natürlich selber gar nicht sehen, weil dann umgebracht wurde. Und das waren meine allerersten Schritte. Und dann ging es aber erst mal ein kleiner Umweg in die Medizin und dann später wieder zurück zur Schauspielerei. Aber nun ist das doch schon einige Jahre, dass Sie da Erfolg haben. Gibt es eine Art Maria Furtwängler Erfolgsgeheimnis? Haben Sie das für sich entdeckt? Ja, aber das kann ich heute leider nicht preisgeben. Würde zu lange dauern. Das würde deutlich zu lange dauern. Die Schattenseiten dieses Berufes, fällt Ihnen da was ein? Ach, heute ist sicherlich die Veränderung, finde ich, schwierig, dass man immer mehr auf sozialen Medien sich preisgeben muss. Immer mehr das Ganze Richtung Privates rutscht. Nico geht jetzt auch, es ist mir so kalt. Es wird keine sortierte Antwort mehr rauskommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Sie ergänzen es einfach textlich, was Sie eigentlich sagen. Da stelle ich nur eine Frage und die werden Sie nur los. Wie halten Sie sich fit, dass Sie immer so zauberhaft aussehen? Wirklich? Ich, ehrlich gesagt, ich gehe dauernd auf den Berg. Sobald ich kann, gehe ich auf den Berg. Das ist mein Schönstes. Da bin ich quietschvergnügt und laufe allerdings wirklich mittlerweile auch recht zackig den Berg hoch. Also wenn Sie mal mitkommen, das wird hart. Mache ich, der Berg ruft. Schönen Abend.